Schönen guten Abend zum Berlinale Journal. Irgendwann neigt sich jede Zaubervorstellung dem Ende zu. Morgen hat die Berlinale ihr großes Finale. Und wie Sie wissen, zaubert die Berlinale nicht mit weißen Kaninchen, sondern mit dem goldenen Bären. Dieser hier und sein silberner Kollege werden morgen Abend verliehen. Wer weiß, wer den morgen in der Hand hält. Heute, am vorletzten Tag, lässt das Festival noch mal so richtig die Funken sprühen. Ich war dabei, als Scarlett Johansson und Natalie Portman heute Abend auf dem roten Teppich strahlten. Mit ihrem Historiendrama The Other Boleyn Girl. Good evening, Natalie. Guten Abend, Natalie Portman. Wie geht's Ihnen? Oh, mir ist kalt. Okay, ich beeile mich. Sie spielen ja die historische Person Anna Boleyn. Was war die größte Herausforderung daran? Auch alles war wirklich eine große Herausforderung. Es war ein schwieriges Projekt. Es war hervorragend. Ich habe viel rausziehen können, aber es war eine wirkliche Herausforderung. Ich musste den Akzent sprechen, reiten. Und da gab es so viele Details an dieser Person, die sie dazu bewegten, das zu tun, was sie tun wollte. Es war wirklich eine große Herausforderung. Wie gefällt es Ihnen in Berlin? Oh, es ist wunderbar. Ich mag die Stadt so gerne. Es ist eine der wenigen Städte, von denen ich mir vorstellen könnte, selbst hier zu leben. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich hier bin. Was war für Sie am schwierigsten? Ich glaube, für mich war die größte Herausforderung die, dass ich versuchte, die Person abzurunden, ihr einen echten Charakter zu verleihen. Es ging nicht nur darum, das gute oder schlechte Mädchen zu sein. Also das war wirklich sehr ehrgeizig, dieses Projekt. Es ging um mehr als einfach nur darum, tugendhaft zu sein. Das war wirklich das Schwierigste. Ja, Sie nennen es Neid und Eifersucht, ein wichtiges Thema. Warum denken Sie, dass Frauen so darauf spezialisiert sind? Ich glaube nicht unbedingt, dass das typisch nur für Frauen ist. Ich glaube, Männer können genauso neidisch oder eifersüchtig sein. Aber vielleicht gefällt es den Zuschauern einfach besser, wenn man sich streitet, als wenn man sich prügelt. Vielen herzlichen Dank. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das war Scarlett Johansson, die hier für ihren Film The Other Boleyn Girl die Premiere besucht. Wir zeigen Ihnen gleich einige Ausschnitte. Wir haben aber noch einen anderen Film, der im Wettbewerb um den Goldenen Bären läuft, Ballast, ein amerikanischer Spielfilm, der sich um Jugend und Gewalt dreht. Der König. Opulentes Hollywood-Kino bietet The Other Boleyn Girl, die Schwester der Königin. Der englische Regisseur Justin Chadwick feiert mit dem Kostümdrama sein Filmdebüt. Sei bitte nicht zornig auf mich. Glaubst du, ich gehe gern dorthin bei dem, was mich erwartet? Ich sag dazu nur eins. Der Mann, der dich vorher nicht mal kannte, war nur eine halbe Stunde mit dir allein und war danach wie berauscht. Der Streit um einen Mann steht im Mittelpunkt der Geschichte. Die beiden Schwestern kämpfen um die Gunst Heinrichs VIII. Natalie Portman in der Rolle der Anne Boleyn soll den Einfluss ihrer Familie am englischen Königshof stärken. Doch Anne fällt in Ungnade. Ihre Schwester Mary hingegen, wunderbar gespielt von Scarlett Johansson, wird zur Mätresse des Königs. In einem Gesicht zu lesen. Schmeichelworte bekommt in eurer Familie sonst jemand anderes zu hören. Die große Schwester. Ich weiß nur zu gut, wie es ist, das zweitgeborene Kind zu sein. Wie ihr es wolltet. Doch das amoröse Abenteuer endet schneller als gedacht. Anne Boleyn kehrt aus dem französischen Exil zurück, selbstbewusst und nur von einem Ziel getrieben, Genugtuung. Sie treibt einen Keil in die Beziehung ihrer Schwester. Ehrgeizig und machtbesessen schafft sie es dann sogar auf Englands Thron. Ah, da. Jetzt hab ich einen. Liebe, Hass und Abenteuer. Die Schwester der Königin hat alles zu bieten, was einen Kassenschlager ausmacht. Sicherlich kein Meisterwerk, aber bildgewaltige Unterhaltung für die große Leinwand. Der Regisseur hat sich ganz auf das Duell zwischen Portman und Johansson konzentriert. Das Schwesterndrama läuft auf der Berlinale außer Konkurrenz. Was willst du hier, Anne? Bist du nur zurückgekehrt, um mir weh zu tun? Jetzt erfährst eben du, was das für ein Gefühl ist, von seiner Schwester hintergangen zu werden. Das Leben der alleinerziehenden Marlee und ihres Sohnes James plätschert trostlos dahin. Dann bringt sich der Ex-Mann um und das verändert alles. Die beiden teilen sich das Erbe, eine Tankstelle, mit dem Zwillingsbruder des Verstorbenen. It's for groceries. My mom only has $3. Does she know you're here? Das Verhältnis zu Schwager Lawrence ist gestört. Bisher ein Einsiedler, muss sich der Mann ohne Hoffnung mit der Familie arrangieren. Doch im Verlauf des Films gelingt es ihm, sich aus seiner Depression zu befreien.
Im Sozialdrama Ballast von Regisseur Lance Hammer spielt der Drehort eine entscheidende Rolle. When I traveled to the Delta, als ich vor über 10 Jahren im Winter das erste Mal in das Mississippi-Delta gereist bin, wurde ich überwältigt von einem Gefühl des Leids. Und ich habe den Wunsch verspürt, einen Film zu realisieren, der genau dieses Phänomen transportiert. Leider hat der Regisseur bei dem Versuch vergessen, seine Geschichte stringent zu erzählen. Sicher kein Kandidat für den Goldenen Bären. Doch der Film spiegelt gut das Programm des Wettbewerbs wider. Denn das war dieses Jahr, bis auf wenige Höhepunkte, auch eher trostlos. Wir sind zurück in unserer Trickkiste, dem gläsernen Studio. Den Goldenen Bären wollen wir im Laufe dieser Sendung verschwinden lassen. Denn einer will ihn morgen noch aus dem Hut zaubern. Der einzig wahre Zauberkünstler der Berlinale, Festivaldirektor Dieter Kosslick. Das Glück war ihm dieses Jahr, finden wir zumindest, gewogen. Mit welchen Tricks er nachgeholfen hat, hat er mir heute Vormittag erzählt. So, guten Morgen, Herr Kosslick. Schön, dass Sie zu uns kommen. Moin, freut mich. Oh. Wie geht's? Ja, wir haben alles schon für Sie vorbereitet. Ja. Wissen Sie überhaupt noch, wie viel Uhr es ist? Ja, es ist jetzt 11.34 Uhr. Ja, unglaublich. Wie kriegen Sie das dann hin mit den Zeitverschiebungen? Nachts, Tag, Sie müssen ja immer auf der Rolle sein eigentlich, oder? Ja, ich bin auf der Rolle und auch manchmal von der Rolle. Das hat bisher alles geklappt. Es ist bis auf, dass die Pressekonferenzen überlaufen waren und dass wir zu wenige Kinotickets leider hatten für die Berlinale-Fans, also fürs Publikum, hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen alles geklappt. Das ist doch wunderbar. Was ich mich immer frage, wenn ich Sie so beobachte, Sie lernen so viele Menschen kennen, wie merken Sie sich denn die ganzen Namen? Indem jemand immer hinter mir herläuft und mir die sagt. In der geschäftlichen Begegnung, war da irgendwas Besonderes, wo Sie sagen, diese Begegnung, die hat mich umgehauen auf dieser Berlinale? Also mich haben einige Begegnungen umgehauen, obwohl ich ja relativ standfest bin. Aber der rote Teppich 2,5 Stunden von Shah Rukh Khan, der die Mädchen nicht nur gestreichelt hat, sondern sie umarmt hat. Und ich habe noch nie so irgendwas gesehen in meinem Leben, wie man mit Fans umgeht. Und das ist ja ein ganz sympathischer Mann und es ist der größte Star der Welt. 3 Milliarden Menschen kennen den. Unglaublich. Sie haben diese wunderbaren Fortune Cookies, Glückskekse, für diese Berlinale eingeführt als Leitmotiv. Einmal waren Sie nicht da auf der Pressekonferenz, da flog dann eins auf die Bühne und bei der Eröffnung wollte dieser Verbund nicht so recht das aufgehen. Das stimmt. Manchmal hat man ja wirklich Glück, auch mit Glückskeksen, ja. Und dieses, das, was die mir auf die Bühne geworfen haben, nachdem ich da endlos lange da rumgeredet habe und ich muss auch sagen, mich geärgert habe, dass sie nicht da waren. Und ich mache diesen Glückskeks auf und da stand Let the Sounds Become Music. Unglaublich. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht werde ich ja doch von irgendwie höherer Hand gerade gesteuert. Ja, also das war schon, ich muss sagen. Es hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Ja, das hat sich echt gelohnt und in diesem Kästchen ist was ganz Neues drin, aber ich glaube, das gibt es nur bei dieser Berlinale. Jetzt bin ich aber neugierig. Ja, das ist nämlich, also sag ich mal, vorher und das ist nachher. Das ist und das wirklich, was muss für die Zuschauer sagen, wirklich was Wertvolles. Denn das gibt es nur für ganz wenige Leute, unter anderem. Keith Richards hat es bekommen, Ronnie Wood, dann wollte Mick Jagger auch eins, dann habe ich noch eins raus. Neil Young, Patti Smith, der ist das Gitarrenband gebrochen. Nein, warum und ich das hatte denn? Bei ihrem Konzert am Abend vorher, die braucht den Gitarrenband und ich gebe ihr dieses Kästchen, ich habe das nicht gewusst, gebe ihr dieses Kästchen. Da ist sie ja auf die Bühne gegangen und hat gesagt, das ist ein Stück Berlinale, was ich jetzt in die Welt rumtrage. Anyway, das ist ein Gitarrenband. Also wirklich eine wunderbare Idee. War das eine Musik-Berlinale? Naja, das hat es schon dominiert. Ich meine, wenn wir solche Legenden hier haben. Trotzdem waren das 10, 12 Filme. Also man kann nicht sagen, dass es nur um Musik ging. Aber das hat die Berlinale, denke ich, nach außen auf jeden Fall geprägt. Und für Sie auch als Gefühl? War die Musik allgegenwärtig für Sie? Also jedenfalls muss ich sagen, es hat schon der Sound, der Groove. Der Groove dieses Jahr war schon ziemlich gut. Prima, dann hat die Berlinale also wirklich gerockt. Herzlichen Dank, Herr Kosslick, dass Danke Sie bei Ihnen. Uns waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ausklang und eine wunderbare Preisverleihung morgen. Danke Ihnen. Da bin ich natürlich jetzt noch eine Nacht oder ein paar Stunden extrem angespannt, weil leider weiß ich nicht, was die machen, diese Jury. Und ich hoffe, die machen... Ach, ich vertraue denen jetzt erstmal. Toi, toi, toi. Danke. Dieter Kosslick muss der Jury vertrauen, welche Filmkünstler morgen auf die Bühne gerufen werden.
Fest steht, es wird ganz viele Sternchen regnen, wenn auch nur auf der Bühnenleinwand. Und dann wird dieser Bär in den Händen des Gewinners liegen. Und die Leute im Publikum werden sich, wie nach einer gelungenen Vorstellung, zurücklehnen und schmunzeln. In Erinnerung an andere zauberhafte Momente, die diese Berlinale ausgemacht haben. So, das waren 9 Tage Berlinale. Eines kann man festhalten, wir hatten sie alle. Alle. Deswegen können wir Ihnen jetzt sagen, was wirklich wichtig war. Dieser Müllmann zum Beispiel, der den Müll wegräumt und auch noch tierlieb ist. Oder diese jungen Berlinale-Besucher. Kinder, so sagt man ja in unserem Land, sind die Zukunft. Deswegen gehören sie, die Kinder und die Arbeiter, das putzige Hündchen war nur aus Unterhaltungsgründen da, zunächst an den Anfang dieses Schlusswortes. So viele Menschen haben sich den Kopf zerbrochen, um ein zugleich fachkundiges und charmantes Urteil zu fällen. Erstens das umwerfendste Outfit, Tilda Swinton. Zweitens schönster Schauspieler, eindeutig Ran Danker. Schönste der Schönen, unbedingt Penelope Cruz. Der Kleinste kam indes gleich am ersten Tag, sein Name Martin Scorsese. Stars. Der Star mit den meisten Buß, Madonna. Während die Meute stundenlang wartete, ging die Diva ab. Wie eine Diva. Der Star, der alles in den Schatten stellte, Shah Rukh Khan. Ein Mann, der sich Stunden Zeit nahm für sein Publikum, der alle Bollywood-Skeptiker überrumpelte und außerdem keinen so üblen Body hat. Und weiter geht's mit Musik, Kategorie schönste Pressekonferenz. Just a shallow spear, robed in cowardice. Brace yourself for bitter flack for a life. Und nun unsere Favoriten für den Wettbewerb. Bester Spielfilm, There Will Be Blood. Beste Schauspielerin, entweder Tilda Swinton in Julia, so I can thank you. Kristin Scott Thomas in Il y a longtemps que je t'aime, oder Sally Hawkins in Happy Go Lucky. Scott. You Poppy? That's me. Nice to meet you. Right, the car's just here. They're not infected. Keine Ahnung, was die Männer betrifft. Vielleicht Eddie Murphy ebenfalls in Happy Go Lucky. That's me on a bad day. Is that your real name, Pauline? That's right. Oder Elmar Wepper in Doris Dörries Kirschblüten Hanami. Oder Diego Cattaneo in Lake Tahoe. Das ist der Typ hinten am Tisch. Zum Schluss haben wir noch den schlaffsten Besucher der Berlinale und das schönste Wetter. Komplett Berlin-untypisch mit nahezu mediterranen Temperaturen für die Jahreszeit. Wo blieb der Graupelschauer? Und schließlich das hier. Man hört es nicht, aber wir wissen aus sicherer Quelle, dass Ron Wood von den Stones an dieser Stelle rief, "Shut up!" Wir finden das nicht richtig. Andererseits ist jetzt langsam auch alles gesagt. Wir, das Berlinale-Journal, sind für dieses Jahr am Ende. Aber ich kann Sie trösten. Wir sehen ihn wieder. Ich meine den goldenen Bären. Morgen Abend ab 19 Uhr sendet Dreisat live von der Preisverleihung in einem Kulturzeit-Extra. Und noch ein Trost, auch wir sehen uns wieder. Das Berlinale-Journal sendet nächstes Jahr wieder live den täglichen Festivalbericht. Und sollten Sie die Tränen nicht mehr zurückhalten können, dann schicke ich Sie jetzt noch mal hinaus unter das Sternenzelt. Dort gibt es für Sie ganz persönlich einen großen Bären. Auf Wiedersehen.